Mitten in Zeiten der größten Kriegsgefahr für Europa seit Jahrzehnten übernimmt Frankreich das Ruder. Präsident Macron erklärt im EU-Parlament die Ziele seiner EU-Ratspräsidentschaft. Er fordert eine strategische Wiederaufrüstung des Kontinents als Macht des Friedens. Europa müsse Forderungen wie etwa die Unverletzlichkeit von Grenzen einzuhalten am Ende auch durchsetzen können. Eine klare Botschaft Richtung Moskau. In den nächsten Wochen muss ein europäischer Vorschlag zu einem neuen Sicherheits- und Stabilitätspakt kommen. Wir müssen ihn zwischen den Europäern aufbauen, bevor wir ihn mit unseren Verbündeten in der NATO teilen und dann Russland zur Verhandlung anbieten. Außerdem will Macron gemeinsam mit Deutschland über das Normandie-Format weiter nach einer Lösung mit Moskau suchen. Wie eng das Band zwischen beiden Ländern ist, kann Russlands Präsident Putin auch am Beispiel der Gaspipeline Nord Stream 2 sehen. Kanzler Scholz schwenkt auf Frankreichs Linie ein und stellt die Inbetriebnahme in Frage, sollte es zu einer russischen Invasion in der Ukraine kommen. Das Aus der Pipeline wäre auch für Russlands Präsident Putin richtig teuer. Kanzler Scholz erinnert ihn beim Wirtschaftsgipfel in Davos an die wirtschaftlichen Folgen eines möglichen Krieges. Es gilt die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren. Die russische Seite ist sich der Entschlossenheit der deutschen Regierung bewusst. Ich hoffe, ihr ist auch bewusst, dass der Nutzen von Kooperation deutlich höher ist als der Preis weiterer Konfrontation. Worte, die wohl auch US-Außenminister Blinken vor seinem Deutschlandbesuch gerne gehört hat. Die USA waren von Beginn an gegen die deutsch-russische Gaspipeline. Insgesamt drängt sich der Eindruck auf, je lauter Putin mit dem Säbel rasselt, desto enger rücken EU und USA wieder zusammen.